Was sind Energiekennzahlen? Vor dieser Frage stehen insbesondere energieverantwortliche Mitarbeiter mittelständischer Betriebe, wenn sie kurz vor einer neuen Rezertifizierung ihres Energiemanagementsystems stehen, wenn sie einen Energieaudit durchführen wollen, oder aber auch, wenn sie ihre energiebezogene Leistung vergleichen wollen. Eine Energiekennzahl besteht aus dem Inbezugsetzen einer Energieverbrauchsmenge, meistens gemessen in Kilowattstunden, zu einer Bezugsgröße. Diese Bezugsgröße ist für jeden Betrieb individuell zu wählen. Diese kann beispielsweise durch die Fläche der Produktionsstätte angegeben werden in Quadratmetern. Das kann beispielsweise die Produktionsmenge, der Produktionsoutput sein, aber es kann auch zum Beispiel die Mitarbeiterzahl sein. Gleichzeitig muss diese Energiekennzahl nicht aus der Energieverbrauchsmenge bestehen. Es kann auch beispielsweise die Energiekosten sein, im Verhältnis zum Produktionsoutput. Warum sind Energiekennzahlen nun wichtig? Zum einen werden Energiekennzahlen als Grundlage für die Auditierung nach ISO 50001 oder für das Energieaudit zurate gezogen. In diesem Rahmen dienen Energiekennzahlen als zur Nachweisführung der verbesserten Energieeffizienz. Gleichzeitig lässt sich auf der Grundlage von Energiekennzahlen eine Vergleichbarkeit darstellen des Produktionsprozesses. Dies heißt, somit lassen sich auch Optimierungspotenziale aufdecken auf der Grundlage von Kennzahlen. Neben den schon bereits erwähnten Zielgrößen in den Managementsystemen kann man mit Energiekennzahlen auch als Grundlage nutzen, um mit den Mitarbeitern das Thema Energie und Energieverbrauch und Energieeinsparung im Betrieb zu kommunizieren. Darüber hinaus lassen sich auch auf der Grundlage von Energiekennzahlen Produktionsprozesse bewerten und auf der Grundlage Entscheidungen treffen. Wenn Sie mehr über das Thema Energiekennzahlen erfahren möchten, dann lade ich Sie herzlich ein, in unserem Webinar zum Thema Energiekennzahlen teilzunehmen. Dort klären wir auch weitere Fragen, wie beispielsweise, wie lassen sich Energiekennzahlen mit der Hilfe von Software bilden und wie sehen vielleicht die richtigen Energiekennzahlen für Ihren Betrieb aus?